Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Resilienz Masterclass, wo wir uns wieder damit beschäftigen, was kann ich tun, um mich dem Stress widerstandsfähiger zu machen. Und die Mind Monkeys sind auch diejenigen, die wir heute wieder einfangen wollen, damit ihr auch wirklich euren Körper als Stressventil nutzen könnt. Mit diesem Zustand zu uns, der Geist fragt sich, warum machst du das? Ich bin am Anschlag, ich kann nicht gut schlafen, ich schalte nicht mehr ab vor lauter Grübeln, meine Motivation ist am Ende, ich habe schlechte Nerven, ich bin gereizt, ich bin unkonzentriert. Und all diese Zustände kennen viele, viele Menschen von euch. Viel Wissen ist herum, aber was kann ich tun? Was kann ich wirklich in der Praxis einbauen, integrieren? Welche Inseln kann ich auch in meinen Job integrieren? Dazu habe ich euch den Ben mitgebracht. Ben ist ein Naturbursch und der ist Gefangener seiner Kopfbox. Er muss bloggen, vloggen, Schulungen besuchen, NLP-Kurse, alles. Er weiß irrsinnig viel. Und die brennende Frage in seinem Hirn poppt immer wieder auf: Warum ist das so? Und ihr seht, das ist Bens aktueller Zustand. Ich brauche jetzt Support. Ich möchte jetzt Dinge umsetzen, denn mein Zustand ist, mein Körper meldet Unbehaglichkeit. Ich bin mental und physisch in einer Dysbalance. Ich habe in meiner Aktivzeit sehr häufig diesen Spruch verwendet, nämlich hört mal auf, immer alles zu verstehen, vor allem auch Bewegung zu verstehen. Fang einfach an, dich zu bewegen. Und ganz schnell habt ihr ihn gesehen, er war da. Das war ein Mind Monkey. Ja, ganz kurz, hier da unten war er da. Und Mind Monkeys hassen Veränderung. Und diese Veränderung löst bei den Mind Monkeys nämlich Stress aus. Viele Reize, der Mensch hat einen dichten Stress an Herausforderungen. Und ganz viele von euch sind eben High Performer im kognitiv-visuellen Bereich. Deshalb ziehen wir euch ein bisschen rüber auf die sportliche Schiene. Da ist die Kinästhetik, das taktile Fühlen, Wahrnehmen stärker ausgeprägt steigt. Und dieses Fühlen ist eben wirklich ganz etwas Entscheidendes, um Stress nicht nur wahrzunehmen, sondern auch wirklich zu regulieren. Ich habe in meiner Aktivzeit dann immer rabiat gegen die Golftasche getreten, wenn mein Ball links in die Stauden ging, wenn es nicht nach meiner Vorstellung gelaufen ist. Und da wurden dann meine Mind Monkeys rabiat und An angriffen. der Stelle möchte ich euch ganz konkret drei super Übungen mit dem Nervus Vagus geben. Spüren, ja, ich bin jetzt wütend, ja, mir ist es jetzt zu viel, ja, ich brauche jetzt eine Pause. Ich wünsche euch einen schönen Tag und alles Liebe, bis bald, eure Nadine.